15 Sekunden und somit nochmals über 4 Sekunden schneller als die Bestzeit vorhin. Yannick Scherer ist nun unterwegs im Hindernis Nummer 6 hier im Hindernis der Kreissparkasse Ostalb. Dort ist er nun auch auf dem Weg ins Ziel, hat dieses Hindernis durchfahren. Wir sind gespannt auf die Zeit. Nils Kneipp.